Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir befinden uns mit Geralt schon wieder in Elfenruinen. Diesmal allerdings unter Wasser. Das Tal der Neun, so hieß das hier früher bei den Elfen vermutlich, wurde überflutet, damit auch diese Ruinen. Uns interessieren aber gar nicht so sehr die Elfenüberbleibsel, sondern ein Labor, das sich hier befunden hat, offenbar später eingerichtet durch einen Professor namens Moreau, der an der über Hexermutagene geforscht hat. Und das ist eine Sache, die für Geralt vielleicht eine größere Bedeutung haben wird. Wenn man mehr über das Thema Hexermutagene weiß, kann man vielleicht noch besser werden durch diese Mutagene. So, wir sind wieder in Ruinen. Insofern sind Geister zu vermuten. Ich mache es einfach mal. Passt mal auf, wir nehmen mal wieder das Geisteröl, das ich wie gewohnt erstmal suchen muss. Wo haben wir es? Konstrukt Geisteröl da oben. Okay, das werden wir auftragen auf unser Silberschwert. Das Geisterabsud, das Helferabsud werde ich mal noch nicht nehmen. Wir wollen es mal noch nicht gleich übertreiben. Aber wenn uns der erste Geist begegnet, machen wir das. So, also was suchen wir? Wir sollen die Ruinen erkunden. Naja, dann fangen wir mal damit an. Im Moment ist eine Fackel nicht nötig. Hier ist genug Licht. Oh Gott, das sind ja wirklich große Gemäuer. Und das klingt irgendwie sehr unheimlich. Kommen wir hier weiter? Nein. Wir müssen hier durch. Hier links oben haben wir eine Kupfererzader. Wir schauen einmal hier runter. So, was ist da hinten? Okay, ich sehe da irgendwie, na, sowas wie Fallen. Eine Brücke, die wir irgendwie überwinden müssen. Na, wir schauen mal. Stachel. Ja. Da hat aber jemand einen üblen Sinn für Humor. Okay, also sowas hier. Ja, wir widmen uns der Sache gleich. Wir gucken allerdings mal hier runter. Vielleicht findet sich hier noch was Interessantes. Ja, wir kommen wieder hier hoch. Das geht. Oh, das Geräusch ist ja wirklich super unangenehm. Sag mal, wir kommen doch von der Seite da auch hoch. Warum müssen wir da jetzt rüber? Es geht hier super weit runter noch. Okay. Wir kommen doch jetzt. Können wir nicht hier hochklettern? Geralt geht hier sehr bedächtig, was nachvollziehbar sind. Ist. Und jetzt sind wir doch schon auf der anderen Seite. Oh mein Gott. Ah, okay. Hier gehen die Sachen noch ein bisschen weiter. Gut. Tatsächlich geht es jetzt hier nur runter. Und ja, gut, da in der Mitte. Da. Ist da irgendwas? Ist da eine Truhe? Ist schwer zu sehen. Okay, pass mal auf. Wir versuchen mal hier ein bisschen uns vorzuarbeiten. Also die Truhe, die ist natürlich spannend. Die will ich mir angucken. Also. Hier haben wir eigentlich genug Zeit, einfach durchzulaufen. Ja. Kein Problem. Wir haben auch kürzlich schon wieder noch ein Schwert bekommen. Das sollten wir uns auch mal angucken. Ah, muss ein bisschen aufpassen. Okay, das geht. Ich bin mal ganz neugierig. Das ist ganz neugierig. Wir gucken mal kurz hier rein, was wir alles bekommen haben. Striegen, Silberschwert. Ja, Chance auf Bluten ist ja das, was wir eigentlich machen wollen. Macht schon mehr Schaden. Aber unsere anderen Effekte sind auch stark. Ich glaube, das bringt mich noch nicht weg. Das ist unser altes Schwert. Und Ami, das Silberschwert. Oh, Stufe 48. Sieht ja auch sehr stark aus. Ja, da müssen wir wirklich gut ein bisschen aufpassen, was wir hier verkaufen. Mellit, nochmal ein Silberschwert. Ja, das können wir uns ruhig mal merken und anschauen. Okay, jetzt die Frage, lohnt es sich hier auch nochmal vorzugehen? Ist da was? Ja, da ist ein Sack.
und noch ein Gerippe. Aber ob sich dafür das Risiko lohnt, ich weiß nicht. Man kann aber einfach springen, oder? Ja, kann man. Naja. Gut. Ob jetzt das Springen so gut funktioniert, weiß ich nicht. Okay, es hat nicht gut funktioniert, aber es ging noch. Gerade so. Essen wir ein paar Kartoffeln und gehen weiter runter. Ich denke, hier oben haben wir erstmal alles. Der Weg führt uns hier hinunter. Ist da noch was? Ja, tatsächlich. Kupfererz und spannend. Eine Statue. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh Gott! Gargoyle, Transformation. Wächter. Das sind doch bestimmt Geister, ne? Ah, das heißt... Oh Gott, oh Gott. Ah, die sind so schnell. Ich versuche hier gerade ein bisschen mich zu koordinieren. So, jetzt haben wir erstmal wieder Schutz. Ich will mal ein bisschen an Land gewinnen. Ah, Schutz schon. Zeit für eine Falle bleibt gar nicht. Es ist so unangenehm. Okay, einen haben wir. Jetzt haben wir, glaube ich, die Sache unter Kontrolle. Puh. Eieiei. Okay. Also ich... Die werden wahrscheinlich als Geister gezählt haben. Insofern hat das Geisteröl jetzt hier sicher ein bisschen geholfen. Aber wir mussten einmal Raffat nehmen. Ne? Das hat schon wehgetan hier. Okay, finden wir hier das Labor. Wie geht es weiter? Ich nehme mal gleich mal das Schwert in die Hand. Hier kann uns alles passieren. Was haben wir hier? Hier kann man runterspringen. Okay, hier geht es weiter in irgendwelche Höhlen. Elfenstatuen, die hier angebetet werden. Ich würde sagen, wir... hier sieht es ein bisschen aus. Nee, ich dachte, hier bricht man ein. Wir werden mal noch nicht hier runterspringen, sondern erstmal den Gang hier zu Ende prüfen. Aber hier geht es tatsächlich... Warte mal, haben wir irgendwas übersehen? Ja, ich vermute mal sogar, dass wir runter müssen. Wo geht es denn eigentlich da noch hin? Schaut mal, das habe ich ja auch noch gar nicht richtig weiter mir angeguckt und erkundet. Also der Gang mündet dort irgendwo, aber es sieht nicht so aus, als ob es hier noch irgendwie sinnvoll weitergeht. Ich glaube, da unten ist das nicht so gut. Wisst ihr was? Ich springe doch hier einfach runter. In der Kiste ist nichts mehr. Was haben wir hier? 8-mal Silber, das ist schön. Und was finden wir hier? Blut getränkt. Da hat sich jemand nach dem Kletterversuch seine Wunden verbunden. Konnte wenigstens den Panthern entkommen. Okay, also das könnte der Grabräuber gewesen sein. Aber was heißt Kletterversuch? Ist er jetzt hier runtergeklettert oder... Geht es jetzt hier weiter? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Möglicherweise... quasi vor den Panthern geflohen und dann dort runtergesprungen und dann wieder hochgeklettert oder so. Vielleicht sowas.
Okay, da scheint es weiterzugehen. Von da wären wir gekommen, wenn wir geradeaus weitergegangen wären. Da kommen wir aber jetzt... Na doch, weg. Oh, alles klar, hier geht es ja noch richtig weiter. Ah ja, das ist die andere Seite. Ja, passt auf. Ich vermute, dass der Hauptweg da unten weitergeht. Aber wir gucken vorher hier nochmal rum. Da ist noch eine Truhe. Aber wo eine Truhe ist, kann es auch wieder gefährlich werden, ne? Man weiß nie. Ui. Torlun. Gucken wir uns auch direkt mal an. Aber, ja. Das hat keine Slots, insofern nicht so toll. Geralt, kommst du hier nicht rüber? Wir müssen ein bisschen springen. So, wie vermutet, geht es also da weiter. Licht ist immer noch genug. Hier haben wir so einen fiesen Stein, der einen zermalmt. Und der Stein hat offenbar diesen Weg hier freigemacht. Ah, alles klar. Der Grabräuber, der hat uns hier gewissermaßen geholfen. Aber irgendjemand hat es hier unten erwischt. Mhm, das sind auch wieder Überbleibsel. Professor Moreaus Tagebuch. Da sich vor meinem Labor verdächtige Gestalten herumtreiben, sah ich mich gezwungen, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Ich vermute, dass es sich um gewöhnliche Verbrecher handelt, die etwas Wertvolles stehlen wollen und kein Interesse an meiner Forschung haben. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Unleserlicher Abschnitt. Außerdem habe ich auf Anraten eines befreundeten Ingenieurs das Gelände mit einem einfachen mechanischen Apparat gesichert. In einem der Zimmer auf dem Weg zum Labor habe ich einen Mechanismus zum Verschließen und Öffnen der Türen angebracht, der sich durch vier hervorstehende Steine hoch oben an den Wänden bedienen lässt. Ich kann dieses Schloss mit einem einfachen Zauber umgehen, aber ein gewöhnlicher Dieb muss zweierlei schaffen. Erstens die Steine finden und ihren Zweck erraten, zweitens eine Möglichkeit finden, sie zu drücken. Mhm, okay. Hat das schon was mit diesem... Also, vielleicht ist das auch schon misslungen, die Geschichte mit den Steinen. Und deswegen ist jetzt hier die Kugel gerollt. Könnte auch sein, ne? Die Kugel wird doch das oben hier auch zerschlagen haben. Ja, jetzt sieht man es. Von da ist die Kugel gekommen. Vielleicht konnte man hier vorne schon die Steine drücken. Oder das ist etwas, was noch uns erwartet. Wir werden sehen. Erstmal da irgendwie hochklettern. Und wir haben wieder... Okay, alles klar. Können uns direkt mal schützen. Naja. So, oh Gott. Ich wusste, dass es passiert, hat mich trotzdem erschreckt. Das ist Wahnsinn. Naja. Gut, mit den Panthern, also mit einem Panther kommen wir leicht zurecht. Zwei Panther waren schon ein bisschen unangenehmer. So, was ist hier? Merkwürdig. Ich suche jetzt ein bisschen nach diesen Schaltern, aber hier haben wir keine. Da auch nicht. So, hier sehe ich ein Seil runtergehen. Okay, auch faszinierend. Was ist das hier noch? Alles Mögliche. Oha. Da unten scheint es weiterzugehen. Können wir uns... Und hier sind doch die Schalter. Hier sind doch die Steinschalter, oder? Hält das uns? Mhm. Okay, das Seil können wir uns anschauen. Das werden diese Schalter sein. So, wie kann man die erreichen? Vielleicht mit einer Armbrust? Mit einem Armbrustschuss? Ich hoffe, da ist jetzt kein Zeitschalter oder so drin. Das wäre ja super nervig. Wenn das irgendwann wieder vorkommt.
Okay, ich habe keine Ahnung, wo jetzt hier eigentlich was passiert. Aber es könnte richtig so sein. Das Problem ist, wo ist der vierte Schalter? Könnte der manchmal auf der anderen Seite sein? Brauchen wir dafür das Seil? Warte mal, ich muss mal genau schauen. Also hier ist keiner. Da unten sehe ich auch keinen. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Wir haben leider nur drei gesehen. Hier hängt jemand. Hilft uns nicht weiter. So, drei Schalter. Wo ist der vierte? Wo könnte der sein? Ist der da unten? Also eigentlich ist klar... Oh, wartet, was ist das hier? Das ist... Kann man das auch so anschießen? Nee. Kann man das untersuchen? Also ich gehe davon aus, dass das irgendwie zur Seite geschoben werden muss. Oder dass sich hier die Tür öffnet ins Labor. Aber dass wir dafür den vierten Schalter öffnen müssen. Und wahrscheinlich ist der irgendwie da unten. Insofern gucken wir uns jetzt mal hier dieses Seil an. Können wir damit interagieren? Nicht schlecht. Sowas hätte ich auch gerne. Nicht schlecht. Sowas hätte ich auch gerne. Ja, sowas hättest du gerne. Ich würde jetzt gerne da runterrutschen. Also ich wage es jetzt nicht, da irgendwie ranzuspringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wenn wir jetzt hier runter uns runterfallen lassen. Da unten ist zwar irgendwas, aber das ist auch keine Hilfe. Wie kommen wir darüber? Irgendwas habe ich übersehen. Nicht schlecht. Sowas hätte ich auch gerne. Hier ist... Nein! Oh, okay, das war ein Fail. Oh Gott. Okay, da bin ich wieder. Ja, kleiner Ausrutscher hier. Ich musste das jetzt hier nochmal machen mit der Armbrust. Und was ich jetzt gesehen habe, ist, dass ich hier diese Riegel tatsächlich weggeschoben haben. Also das war das Geräusch, was man da gehört hat. Und, ist jetzt ein bisschen doof, aber ich habe es jetzt tatsächlich gesehen, nachdem ich hier wieder in den Raum reingelaufen bin. Da auf der anderen Seite, seht ihr es? Da ist der Schalter. Insofern wird man hier nicht runterrutschen können. So wie es aussieht. So, jetzt sind die Riegel beseitigt. Geschafft. Ja, das hätte ich auch gleich haben können. Okay. So, da oben könnte das Labor sein. Könnte aber auch wieder noch irgendwas auf uns warten. Oh, da ist so eine riesige Figur. Nicht, dass das auch noch eine Art Wächter wird. So. Ah, nee, ich sehe schon. Da ist die Frage, ob das Geisterviecher sind oder echte... Na, ihr wisst, was ich meine, diese Gargoyles da in den Ecken. Die werden wahrscheinlich aufwachen. Das ist die Frage, sind es Geister-Gargoyles oder sind es echte Gargoyles? Davon hängt jetzt alles ab. Ich würde sagen, wir warten es mal ab und legen dann schnell das Öl auf. Ziemlich interessanter Ort. Da hat sich jemand viele Gedanken bei der Planung gemacht. Ich sollte mich umsehen. Okay, finden eine Möglichkeit weiterzukommen. Es sind echte Gargoyles. Es sind echte Gargoyles. Also nutzen wir Konstruktöl auf Silberschwert und überlegen nochmal ganz kurz, wie man gegen Gargoyles am besten vorgeht. Demeritium-Bombe und Quen. Na gut. Demeritium-Bombe. Weiß ich nicht. Gegen Einzelnen vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir nehmen es mal sicherheitshalber rein. Eindringling, du bist hier nicht willkommen.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay, ist das nur ein Gargoyle? Oh oh. Noch ist es einer. Es können mehr werden. Gargoyle-Pfote. Okay, ich glaube... Warte mal, was können wir hier machen? Aha, da habe ich jetzt die Pfote draufgelegt. Was? Oh. Großartig. Portale. Das wird ja immer besser. Okay, das ist so eine Art Portalspiel jetzt. Finde einen Weg durch das Portal. Wir müssen jetzt überlegen. Es gibt hier ganz viele Portale auf den Ebenen. Und im Zweifel wachen auch noch Gargoyles auf. Wir müssen das systematisch angehen. Also, wir sind von hier rausgekommen. Probieren jetzt das rechte Portal. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Kommen auf dem gegenüberliegenden Portal raus. Wir versuchen jetzt mal die Systematik zu verstehen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal... Oh, hier ist noch ein Kästchen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier durch und gucken, ob wir da rechts rauskommen. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Nee, hä? Warte mal, wir sind hier durchgekommen und an dem gleichen Portal rausgekommen? Das ist merkwürdig. Teste ich nochmal, ob es vielleicht unregelmäßige Portale sind? Mist. Nein. Schon wieder falsch. Vielleicht gibt es hier ja einen Hinweis. Ja, Geralt, das ist natürlich auch eine gute Idee, danach erstmal zu schauen. Liegt da was? Nee, das ist nur das Portal. Also, nochmal... Oh ja, da gibt es vielleicht einen Hinweis, da ist ein Gerippe. Nee, nur Geld. Also, wir sind rechts rein. Ich teste nochmal, ob es wirklich aufs Gleiche hinausläuft. Ja. Verflucht. Schon wieder am Anfang okay. Gelandet. Okay, das heißt, diese beiden führen zu... nirgendwo hin. Das heißt, das muss jetzt erstmal das Richtige sein. Ja. Wir sind... auf der oberen Ebene. Sehr gut. Jetzt müssen wir genau verstehen, wo wir sind. Und ich glaube, wir sind... Sind wir über dem Eingang? Muss ich mir kurz angucken. Ja, da sind wir gekommen, glaube ich. Wir sind... Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Wir sind über dem Eingang, wir schauen auf den Rücken dieser Figur. Okay, das ist jetzt wichtig. So, dann gehen wir jetzt wieder erstmal rechts. Aber auch immer nach Hinweisen schauen, nicht, dass wir hier noch was übersehen. Okay, die nächste rechts. Verflucht, schon wieder am Anfang gelandet. Das war's nicht. Aber... Prinzip verstanden. Man landet immer am Anfang, muss einfach die richtige Reihenfolge finden. Gut, dann gehen wir jetzt die übernächste rechts und machen das ganz systematisch. Hier allerdings suchen wir eben den nächsten Gang. Geht's nicht weiter? Das heißt, dann gibt's ja nur das hier. Die Statuen scheinen ausgerichtet zu sein, als ob sie in eine Richtung zeigen würden. Vielleicht zum richtigen Portal? Ah, alles klar. Also wir wissen, das ist das Richtige. Und jetzt müssen wir auf die andere Seite kommen. Suchen wir eben den nächsten Gang. Warte mal, sind wir hier woanders? Sind wir hier komplett woanders? Das ist das Missverständnis. Okay, dann müssen wir da auf die andere Seite. Wir müssen hier runter. Stimmt, hier sind ja gar keine Gargoyles. Oh mein Gott. Totaler Irrtum. So, das heißt, also wenn die Statuen ausgerichtet sind, sie schaut eigentlich da nach oben. Dahin.
Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Scheint richtig zu sein. So. Gibt es hier eine neue Statue? Das ist jetzt wieder der Start. Also ich könnte auch hier runter. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist das jetzt das gleiche Ding, wo wir eben waren? Wenn ja, könnte es so sein, dass die Statue in diese Richtung zeigt. Oder eine Ebene runter. Ich weiß es nicht. Jetzt wird es richtig verwirrend. Versuchen wir mal das hier. Hier muss Moreau sein Labor gehabt haben. Wir haben's. Okay. Nicht schlecht. Dann untersuchen wir das Ganze mal. Fangen wir mal hier links und rechts an. Oh, Geralt. Die Treppe ist ein großes Hindernis. Aber die sind leider leer. Da hinten ist noch ein Fässchen. Noch ein Fass. So, jetzt kommen wir aber hier zum Eigentlichen. Oh, wir sehen hier schon irgendwelche widerlichen Überbleibsel. Das schauen wir uns mal als letztes an. Erstmal gucken wir hier. Ah, nee, das scheint auch wichtig zu sein. Das ist auch wieder so ein Kommunikationsapparat. Gucken wir mal da. Kristalle. Ich sollte sie im Megaskop verwenden. Es fehlen zwei Kristalle. Okay, also zwei Megaskop-Kristalle müssen wir suchen. Was haben wir denn hier erstmal? Skolopendromorphe, der einzige Trost im Exil. Was ist das für eine Geschichte? Bestiariumseintrag. Ich habe teuer für meine Fehler bezahlt, dieses Exil, die Sehnsucht nach den schönen Wüsten und Steppen Ophirs in diesem grässlich grünen Land mit seinen übertriebenen Gerüchen und Geschmäckern, von denen mir übel wird, füllt mein Herz mit Leid. Mein einziger Trost ist eine kleine Skolopendren-Kolonie, Skolopendromorphen, für die Freude der Wissenschaft. Ich nenne sie Tausendfüßler. Nein, sie leben in der Nähe meiner Hütte. Diese herrlichen Kreaturen erinnern mich an die Heimat. Gewiss haben sie sich hier angesiedelt, weil es hier Glumare gibt, von deren Kot sich kleinere Tiere ernähren, die wiederum von den Skolopendren gefressen werden. Manchmal beobachte ich sie, wenn sie fressen. Ich bewundere ihre krummen Gliedmaßen, ihre prächtigen Kauwerkzeuge, die wie aus Eisen wirken, und ihre spiegelnden Chitinpanzer. Bitte nicht! Diese widerlichen Viecher. Haben wir hier noch einen zusätzlichen Eintrag erhalten? Verfluchte Wesen? Nee, da kennen wir schon alles. Irgendwas ist aber dazugekommen. Aber ich habe hier keine Markierung. Wurde mir aber angezeigt. Ja gut, die Riesentausendfüßer, die kennen wir schon. Insektoiden und Irden. Ansonsten doch nichts Neues. So, was ist das? Großes grünes Mutagen, das ist natürlich wirklich wertvoll. Ja, Mutagen blau in rot, okay. Leer. Ich frage mich, wer hier eingesperrt war. Ja, das frage ich mich auch. Werden wir bestimmt bald erfahren. Okay, was haben wir hier? Eine ganze Bibliothek. Die meisten Wälzer sind über Mutationen und Genetik. Hexermutation, Forschungsgrundlagen. Jetzt wird's interessant.
Bevor Hexermutationen erwogen oder erforscht werden, gilt es, sich mit der spezifischen Physiologie und Biochemie jener Individuen zu befassen. Die Transformationen durch die Kräuterprobe sind irreversibel. Sie führen zur Unfruchtbarkeit, außerdem zu signifikant erhöhter Körperkraft und Sinnesschärfe. Die Mutationen bewirken ferner eine Abschwächung des menschlichen Affekts. Obwohl Informationen zur Kräuterprobe und den anderen Transformationen, denen die Adepten unterzogen werden, von den Hexermeistern streng bewacht werden, behauptet Ludovic Celestin von Banart, dass Proteine der grauen Scolopendromorphen, besser bekannt als weiße Witwen, die Basis der Hexermutagene konstituieren. Nachforschungen, die diese Theorie bestätigen, fehlen jedoch. Okay, dadurch werden die plötzlich wichtig. Aha. Und diese Viecher, die könnte er hier vielleicht eingesperrt haben und die sind jetzt hier vielleicht abgehauen. Ja, das könnte so sein. Gucken wir uns hier nochmal weiter um. Hier ist ja noch einiges. Aha, da haben wir das erste Megaskop-Kristall. So, was haben wir hier? So faszinierend Maschinen auch sind, wie bringe ich sie nur zum Laufen? Okay, wir müssen ja auch noch zum Laufen bringen. Wird ja immer wilder. Konservierte Organe. Hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Hoffentlich. Großes blaues Mutagen. Und hier haben wir noch ein Kristall, ne? Halt. Den müssen wir irgendwie so aktivieren, oder? Das war mal ein Portal, oder? Ah ja. Okay, es kann sein, dass es hier nur rausgeht. Wir wollen aber noch nicht raus. Uns fehlt hier noch was, aber... Au, schaut mal hier. Da. Zweiter Megaskop-Kristall. Und was hat es hier mit auf sich? Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. Was höre ich hier immer? So, wir haben auf jeden Fall hier alles untersucht und können das jetzt hier einsetzen. Dieser Kristall gehört hierher. Alle Kristalle sind da. Mal sehen, was du verbirgst. Okay, hör dir die übrigen Einträge im Audiotagebuch des Professors an. Ist das jetzt das Audiotagebuch? Hat er das hier quasi... Na, wir probieren es mal. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Ah, okay. 5 Einträge gibt es. Na, wir horchen mal. Juli 1102. Heute beginne ich mit der größten Aufgabe meines Lebens, die größer und wichtiger als alles ist, was ich bisher getan habe, da sie mich persönlich betrifft. Mich und meinen Sohn. Als ich vor 15 Jahren im Wald von einer Bestie angegriffen wurde, kam mir ein Hexer zu Hilfe und rettete mir das Leben. Ich wusste damals nicht, dass ich diese Rettung mit dem Verlust des Mitspracherechts für die Zukunft meines eigenen Sohnes bezahlen würde. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich es getan und wäre lieber gestorben, als den Hexern meinen einzigen Sohn zu überlassen. Aber so schwor ich an dem Tag, als Jerome mitgenommen wurde, bei meiner Ehre, meinen Sohn zurückzuholen. Heute, nach vielen Jahren der Forschung und Vorbereitung, habe ich immerhin ein Gerät entwickelt, mit dem ich Mutationen studieren kann. Wenn mir die Götter gewogen sind, finde ich einen Weg, besagte Mutationen rückgängig zu machen und Jerome ein normales Leben zu ermöglichen. So, der Professor wollte Hexermutationen nicht verstärken. Er wollte sie rückgängig machen. Ob ihm das gelungen ist?
Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Ja, wir hören mal weiter zu. Beobachtung 22. Obwohl toxische Substanzen im Überfluss verabreicht wurden, weitaus mehr als gewöhnlich, zeigte die Testperson keinerlei Anzeichen von Überdosierung. Ich gehe davon aus, dass dies eine Folge der Mutationen ist. Dies ist ein kleiner Erfolg. Durch diese Mutation sollte Jerome Vergiftungen besser vertragen. Okay, warte mal, also hat er doch an neuen Mutationen gearbeitet, oder was? Beobachtung 30. Die Mutationen setzen nicht sofort ein. Erstaunlicherweise entwickeln sie sich auch nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg. Um eine Mutation abzuschließen, muss das entsprechende Mutagen vielmehr fortlaufend verabreicht werden. Die Testperson verträgt das nicht besonders gut. Aber ich habe einen Weg gefunden, wodurch die Mutationen weniger problematisch und invasiv verlaufen. Ich füge der Mutagenbasis das Albumin aus dem Ei eines mutierten Riesentausendfüßlers hinzu. Mhm. In einem Glasterrarium gehalten, entwickeln sich die Eier nicht. Sie bleiben klein. Die Eier selbst sehen wunderbar aus. In mutierter Form leuchten sie wunderschön. Hoffentlich verursacht das hinzugefügte Albumin keine größeren Nebenwirkungen. Aber das werden wir erst noch herausfinden. Okay, also spielen diese Tausendfüßler doch eine große Rolle bei dieser Sache. Unangenehmerweise, um ehrlich zu sein. Beobachtung 58. Manchmal führt Misserfolg doch zum Erfolg. Ich habe eine Methode entdeckt, bei der eine Art von Mutagen durch die Zugabe bestimmter Zutaten in eine andere transmutiert werden kann. Es ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Außerdem habe ich beobachtet, dass die heutige Mutagendosis die Testperson an die Schwelle des Todes gebracht hat. Plötzlich wachte er auf, war wiederbelebt, hatte frische Kräfte. In gewisser Hinsicht ist er von der Schwelle des Todes zurückgekehrt. Ob dies auf seine Mutationen zurückzuführen ist oder reiner Zufall war, lässt sich nicht feststellen. Ich muss weitere Experimente durchführen. Okay, aber das heißt, irgendwie an der Rückumwandlung arbeitet er scheinbar nicht, oder? Davon ist jetzt irgendwie nicht mehr die Rede. Jahre der Experimente, Forschung, Opfer, alles umsonst. Ich habe das Ziel, das ich mir gesteckt habe, nicht erreicht. Jede Mutation, die ich meinen Testpersonen verabreicht habe, erwies sich bei Jerome als wirkungslos. Was ihn von seinem Hexersein heilen sollte, ihm ein normales Leben ermöglichen sollte, verstärkte seine Mutationen weiter, machte ihn noch schneller und stärker und ließ ihn noch unmenschlicher werden. Es sieht aus, als müsste mein Sohn für immer Hexer bleiben. Ich bin gescheitert. Ich werde diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Zu Lydia. Vielleicht nimmt sie mich doch noch zurück. Die Formeln und Mutagene lasse ich hier. Sollen sie doch verwittern und verfallen. So wie meine Träume, meinen Sohn zurückzuerhalten. Der Professor wollte also die Effekte der Mutationen rückgängig machen. Er hat sie aber nur verstärkt. Was für ein Glück für mich. Ich könnte von seinem Versagen profitieren. So, Kristallaufnahmen. Der Professor hat versucht, die Wirkungen der Hexermutationen zu neutralisieren, aber er hat sie dadurch nur verstärkt.
Er hat das Eiweiß der Eier von Riesentausendfüßlern als Mutagenbasis verwendet. Ich sollte nach ihnen suchen. Okay, es geht also gegen Riesentausendfüßler. Und wir wissen, was das bedeutet. Innere Vergiftung, die wir nicht einfach mit unserem normalen Antigifttrank heilen können, sondern da müssen wir mit Weiße Möwe rumfummeln. Das haben wir schon mal gemacht. Das Grundprinzip ist klar. Das kann man sicher noch ein bisschen besser anwenden. Mal schauen, ob uns das gelingt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.